Und Action! Hallo! Wunderschönen guten Tag! Meine Lieben! Und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Was soll das? Das ist ich doch mein Video und mein Start. Oh, ich muss niesen. Mach schon. So Leute, wir werden heute herausfinden, wer von uns beide der Dümmere ist. Am liebsten immer die Zunge an die Schneidezähne, musst du nicht niesen. Oder den Zeigefinger unter die Nase drücken. Oder den Okay, hätten wir das geklärt. Heute habe ich einen sehr coolen Quizmaster. Oh, da ist ein... Ach, ich dachte, das wäre ein Eichhörnchen. Nee, ist nur ein Vogel. Der Raphael sitzt hinter der Kamera. So, auch so ein Vogel. Ja, ein anderer Vogel. Der wird uns jetzt Fragen stellen und wir werden das Ganze spielen wie so eine Fehlerlesenrunde in der Schule damals. Es sitzt immer nur einer hier und darf so lange Fragen beantworten und Punkte sammeln, bis er eine falsche Antwort gibt und dann tauschen wir. Und dann werden wir herausfinden, wer von uns beiden der Dümmere ist. Das habe ich eben schon gesagt. Hast du schon? Ja. Okay. Ja. Oh, endlich kann ich mal gewinnen. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt und wer natürlich am wenigsten Punkte hat, ist der Dümmere. Wir werden das Ganze 10 Minuten spielen, ja? 10 Minuten, dann ist Stopp, egal wer hier gerade sitzt, wir stellen einen Timer. Wir spielen das Ganze über eine App. Ich hoffe, da kommt nicht nach jeder Frage so eine 30-Sekunden-Werbung, die wir uns reinziehen müssen. Wir haben das Spiel übrigens eben schon mal gespielt und es waren so einfache Fragen. Dann mussten wir es wieder neu drehen. Ja. Das war wirklich katastrophal. Die konnten sogar hier beantworten. Das würde auch sehr Ja, so, Julian, ich würde sagen, du darfst anfangen. Starte den Timer. Wenn ich aber jetzt ins kalte... Schnell! Es geht los! Mit welcher Waage kommt das Regal gerade an die Wand? Briefwaage, Federwaage. Wasserwaage! Ich war noch gar nicht fertig. Junge, es geht noch Zeit dafür. Okay, korrekt. Nächste Frage. Boah, zur Werbung. Dank des einfachen. Achso, nee, das ist die Erklärung. Boah, wie viel muss ich das skippen? Wie nennt man den Tag, an dem die Alliierten in der Normandie landeten? D-Day, Y-Day, X-Day, A-Day. X-Day. X-Day, das ist. Falsch, D-Day wäre es gewesen. Super, danke. Wahrscheinlich ja D-Day, oder? Tschüss! Okay, Frage für Bianca. Wie klingt eine Drehangel? kannst du das Geräusch mal machen? Dumpf, hölzern, tönern oder hellklirrend? Hellklirrend. Richtig! Geil. Und damit hast du einen Punkt auf deiner Agenda. Kannst du den vielleicht eintragen, Julia? Ja, danke. Das ist richtig, ey. Jetzt geht's um die Filmindustrie. Okay. Wer spielt in Star Wars Han Solo? Wesley Snipes, Tom Cruise, Arnold Schwarzenegger oder der Harrison Ford? Weil ich es wirklich nicht weiß, sage ich einfach mal der Schwarzenegger. Und das ist falsch, der Harrison Ford. Der hat doch auch so Autos gebaut, ne? Wie lange haben wir noch? So lange, wie die Werbung jetzt hier erstmal geht. Genau. Nein. Jetzt läuft hier eine Werbung. Okay, es geht weiter. Ich konnte skippen. Nächste Frage. In der lateinischen Schriftweise ist die Zahl 8 was? V-I-I-I-X? IV oder V-I-I? Was? V-I-I. V-I-I, du! Das ist richtig! Das ist falsch angeklärt. Ja. Korrekt. Die nächste Frage. Okay. Geht um Sport. Was ist keine Schulsportart? Laufen, Turnen, Schwimmen oder Fechten? Fechten? Ja, das ist schwierig. Das ist wirklich Und richtig! Ja, das ist so ein Glückspunkt. Keine Nomadie-Fragen bekomme. Ja. Ja? Muss wieder eine Werbepause abwarten. Was ahmte der Klassizismus in der bildenden Kunst nach? Moderne, klassische Altertums, Steinzeit oder Zukunft? Das ist jetzt schon schwer. Der Klassizismus. Ja. In der bildenden Kunst. Ja. Moderne, klassisches Altertum, Steinzeit oder Zukunft? Klassisches Altertum. Und das ist richtig. Ja. Das hat für mich ehrlich keinen Sinn gemacht. Nicht schlecht. Ich glaube, damit gehst du gerade in Führung. Jetzt wird es aber schwieriger, und zwar Literatur ist das Thema. Okay. Welchen Nachnamen hat das Mädchen Sophie in Jostein Gardens Roman Sophies Welt? Wackerjocko, Amundsen, Altonen oder Möllerknapp? Was ist das? C. C. Altonen. Was auch immer das war. Nee, Amundsen wäre es. Ach, Amundsen. Das hätte ich noch wissen können. Okay, das hätte ich aber auch nicht gewusst. Oh, Politik. Wie heißt das Rathaus von Berlin? Rotes Rathaus, grünes Rathaus, blaues Rathaus, gelbes Rathaus. Oh Gott, jetzt wird es unangenehm. Schreib mal, als wüsstest du Chancen. Ah, das ist das rote Rathaus. Und das ist natürlich absolut richtig. Yeah. Da bin ich auch gar nicht verwundert drüber, dass ich hier die richtige Antwort gegeben habe.
Ja, und jetzt kommt auch erstmal Werbung, weil du so gut bist. Wundervoll, wir haben noch 6,5 Minuten bis der Gewinner. Ja, ungefähr so lange geht die Werbung hier. Ja, erzähl uns doch mal eine kurze Geschichte. Eine kurze Anekdote aus meinem Leben. Ja, Leute, ich bin gestern Taxifahrer betrogen worden. Und das erfahrt ihr in unserer neuen Podcast-Folge, die auch heute online gekommen ist. Und die Zeit habe ich so sinnvoll genutzt. Link in der Infobox. Ja, die Werbung ist noch nicht zu Ende. Was ist das für eine Werbung? Ich dachte, die ist maximal 30 Minuten lang. Es geht weiter in 3, 2, jetzt muss ich warten, bis ich X klicken kann hier. Leute, ich klicke hier gleich aus. Okay, die Zeit ist abgelaufen, steht hier. Schade eigentlich. Nächste Frage. Literatur wieder. Nach Shakespeare war Hamlet ein Prinz welchen Landes? Russland, Frankreich, Schottland oder Dänemark? Hört sich nicht französisch an, deswegen sag ich mal Dänemark. Dänemark, und das ist richtig. 4:3, meine Liebe. Oh, damit ist sie in Führung. So, jetzt musst du aber deine musikalische Triangelader wieder rauszupfen, weil es geht um Musik. Ja. Das klassische Instrument beim Tango Argentino ist das Bandoneon, das Harmonium, das Melodica oder das Akkordeon? Beim Tango? Tango Argentino. Ja, klar. Ich sag A. A, das Bandoneon. Boah, Junge, was ist denn los mit dir? Wo lernt man sowas? Ja, mach mal hin. Okay, nächste Frage. Wissenschaft. Also jetzt hört's aber auf. Ich glaube, das ist nicht mehr dran. Boah, hallo, das ist meine Family. Glaub mal an mich. Wie hieß der erste Bundesumweltminister? Klaus Töpfer, Heinz Riesenhuber, Jürgen Trittin oder Walter Wallmann? Weiß ich. Echt? Mhm. Der Trittin. Der Trittin? Und das ist falsch. Der Walter Wallmann. Schade. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich auch Trittin gesagt habe. Und wir machen weiter mit Politik. Wie heißt das japanische Parlament? Knesset, Seiyem, Nihon, Kokai. Und tschüss, Julian. Nihon. Und das ist falsch, Kokai. Das, oh, super, da bin das ich war auch einfach. Da. Immer noch 4:4. Habt ihr mich und wir haben noch 4 gute Minuten. 4 gute Minuten, wo du die nächste Werbung hier überbrücken kannst. Ja, dann mache ich auch noch Werbung für Julians neues Video. Ist okay, nächste Frage. Nächste Frage. In welchem Gebirge entspringt der Rhein? Oh, ja, das musst du wissen. Odenwald, Himalaya, Alpen oder Anden? Dann würde ich mal sagen in den Alpen, weil ich glaube in der Schweiz, oder? Himalaya wäre krass gewesen. Alpen ist nämlich richtig natürlich. 5:4, du hast die Führung übernommen. Yeah, oh, yeah, jetzt verziehe ich bitte. Jetzt wird's auf jeden Fall spannend. Welcher dieser Maler ist kein Barockkünstler? Rembrandt, Peter Paul Rubens, Josef Beuys oder Nicolas Poussin? Der Beuys. Der ist moderne, ne? Ich weiß nicht, in welcher Zeit das fällt, aber auf jeden Fall. Da hast du im Kunstunterricht richtig aufgepasst. Meine Oma hat bei dem studiert. So geil. Geschichte. Wann waren in Europa Meso- und Neolithikum, also die mittlere und jüngere Steinzeit, 3000 bis 750 vor Christus, vor 2 Millionen Jahren, 10.000 bis 2000 vor Christus oder 600.000 bis 10.000 vor Christus? Sag bitte was, ich möchte eine Frage auch nochmal dran. Ich sage B. B, 2 Millionen Jahren. Und das ist falsch. 10.000 bis 2.000 vor Christus. Das ist wahrscheinlich meine letzte Chance, jetzt noch irgendwie einen Strich zu holen, ne? Ja. Gib Gas. Gib Gas im wahrsten Sinne des Wortes, weil es geht um Sport. Seit wann gibt es eine Tour de France für Frauen? 2000, 1924, 1954 oder 84? 54 kam rausgeschossen aus der Kanone und falsch! Zwar am Ziel vorbei. Und ja, ich gehe ja schon wieder. Och Mann, ich bin der Dümmere. Habe ich eigentlich bei deinem ersten Satz schon... Wer ist Melvin Kaminski? Mel Brooks, James Garner, Peter Lorre oder Victor Borg? Also ein Schauspieler. Hä? Das ist eine Kunstfigur oder was? Genau, Melvin Kaminski ist irgendeine Kunstfigur in irgendeinem Film. Okay, ich sag mal A. A, das war bestimmt geraten und absolut richtig. Wirklich jetzt? Ja. Oh mein Gott, so geil. Mel Brooks. 7:4. 7:4. Okay. Bei dir kommt immer irgendwie die Werbung. Hallo! Noch 2 Minuten, Julian. Das wird wirklich eine knappe Nummer für dich. Und wir sind wieder bei der Filmrubrik. Wer war 1957 der Witwer mit 5 Töchtern? Heinz Rühmann, Theo Lingen, Heinz Erhardt oder Peter Alexander? B. B, Theo Lingen. Das ist falsch. Heinz Erhardt. Jetzt muss ich die Fragen richtig beantworten. Jetzt aber schnell. Die Zeit läuft. Und die nächste Frage heißt,
Welcher ehemalige US-Präsidentschaftskandidat wirbt mit Filmen für den Umweltschutz? Al Gore, George Bush, Bill Clinton oder Jimmy Carter? Stille. Was war A? Al Gore. Bill Clinton. Bill Clinton, also C, eingeloggt und Al Gore wäre es gewesen. Ich habe Al Gore noch nie gehört. Mann, der arme Julian hat echt gar keine Sendezeit hier. Die nächste Frage, wie heißt die beliebte Maus aus Geesthacht? Dattel, Diddle, Speedy, Knuddel. Diddle? Diddle. Wer hat sie nicht gesammelt? Das ist wirklich unfair. Ich habe letztens meine Diddle-Sammlung noch gefunden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da gab es sogar Blätter, die riechen können, ne? Ja. Also duften. Die nächste Frage, was sind zwei Satire-Magazine in Deutschland? Eulenspiegel und Titanic, Bild und Faz, Spiegel und Fokus oder Taz und Nabelspalter? Nebelspalter, Entschuldigung. Ja, würde ich mal sagen D. D, Taz und Nebelspalter, Eulenspiegel. Oh, Julian, deine Chance. Oh, Wissenschaft ist die nächste Rubrik. Aus welchem Getreide wird Popcorn hergestellt? Sesam, Hafer, Mais, richtig. Okay, eingeloggt und ist natürlich richtig. Die nächste Frage lädt schon und sie heißt Werbung. Das weiß, wie ihr euch fühlt. Ist das gemein, ey. Wie lange ist die Werbung? Ja, ungefähr noch eine halbe Stunde. Da unten läuft sie ab. Ja, also ich finde es nicht schlimm, dass ich verloren habe. Darf ich so lange drin bleiben, bis ich... Ich musste aber auch drin. Ich würde sagen, du hast noch eine Frage hast du noch, oder? Ja, das ist... Die letzte Frage. Ja, aber reichlich wenig. Die wird mich einfach nur bloßstellen. Ich will die Frage für die Ehre noch beantworten. Okay. Ach, die Werbung läuft immer noch. Na ja, klar. Jetzt läuft das X, was ich schon zu mir kommen, Bianca. Wie viele Punkte habe ich? Also, aktuell steht es 5-8. Das heißt, für mich. Ich könnte noch ein 6-8 rausholen. Ja. Mhm. Mit der nächsten Frage, die lautet: Wie heißt Konstantinopel heute? Bosporus, Antalya, Byzanz oder Istanbul? Oh, das ist auch noch so eine Frage, die mich einfach nur bloßstellt. Bosporus. Bosporus, das ist doch, ist das nicht der. Ja. Fluss? Istanbul. Istanbul ist die Stadt und Bosporus, das ist der Fluss, der durchläuft. Das ist wundervoll. Du hast Hättest es du gesagt. Gewusst? Natürlich nicht. Okay. So, Leute. Ja, ich bin also der Dümmere. Eigentlich hätten wir... Ein paar hätten wir beantworten können. Krass, ich dachte, du klatschst mir jetzt einfach ein. Wenn mein Vater jetzt das Video sehen, der wird es wahrscheinlich sofort ausschalten, weil er so erzürnt wäre. Über deine Dummheit? Mhm. Ja. Dann wenn ich jetzt was hier mit Bosporus und so falsch, boah, der wird ausflippen. Leute, wenigstens konnten wir euch amüsieren. Es tut mir sehr leid, dass die ganze Zeit diese komische Werbung kam. Kriege ich jetzt einen Orden, weil ich habe ja im Endeffekt mal gewonnen. Ist okay, du hast keinen Orden für mich. Nein, ist okay, es ist wirklich okay. Ich überreiche dir diese Vase. Ha. Das ist der Dummheitsorden, ja? Danke. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann schaltet jetzt unbedingt auch bei Raphaels Video ein, denn da werden wir jetzt exakt das Gleiche machen. Das heißt, es ist noch nicht Hopfen und Malz verloren, weil es sind zwei Schrauben drin. Genau. Vielleicht kann man da noch was drehen. Vielleicht wirst du ja in Raphaels Video einfach nicht der Dümmste sein. Stimmt, beim Raphael machen wir auch so. Die Chancen stehen besser, weil da spielen nämlich drei Personen. Damit verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Adios, tschüss. Amigos. Tschüss. Das ist Spanisch und heißt Tschüss, Freunde. Ja.